Alter, ihr seid doch nicht normal. Was ist das für eine Stimmung, Alter? Stuttgart, darf ich euch noch mal kurz hören, bitte? Vielen, vielen Dank. Leute, wie auch beim letzten Mal, ich habe einen ganz klassisch altdeutschen Namen. Mein Name ist Abdel Munam Saleh Mohammed Shaddad. Danke für das Mitleid. Wir haben letztens mal schon drüber gesprochen. Ich war bis vor kurzem Handyverkäufer, habe den Job aber gewechselt. Kurze Frage an euch hier an das Publikum. Ehrlich sein. Wenn man mich sieht, was denkt man, was ich beruflich mache? Einfach raushauen. Autohändler. Autohändler. Warte nochmal. Zuhälter. Oh, das wird immer besser hier, Alter. Leute, das war meine Zeit. Vielen Dank. Ich muss jetzt... Nein. Leute, ich habe bis vor kurzem in einem U2-Handyladen gearbeitet, habe dann mit der Stand-Up-Comedy angefangen und musste meinen Job wechseln. Ich kann keinen festen Beruf mehr machen. Wenn du Aufträge bekommst, Auftritte, dann musst du los. Ich habe einen Kumpel von mir angerufen und ihn gefragt, ey, Hamoudi, hast du einen guten Job für mich? Und er ganz trocken, Walla, Bruder, ich küsse dein Herz, werd Oberfahrer. Ich so, okay. Ich habe im Internet gesucht, habe auch einen Mietwagenbetrieb gefunden, den Typen angeschrieben, hingegangen, Vorstellungsgespräch. Älterer türkischer Herr, Mietwagenunternehmer, sitzt an seinem Tisch. Was mich ein bisschen getriggert hat, der hatte das komplette Gespräch über eine Zigarette im Mund, aber die Asche war dran. Der hat mit mir geredet, ein Auge war zu, so. Ich so, hey, mein Name ist Abdel, ich habe dir gerade geschrieben, ich würde gerne Uber fahren. Dann kannst du Uber fahren. Ich sag, brauchst du irgendwas von mir? Perso, Führerschein. Wenn hast du Führerschein, hast du. Wenn nicht, kannst du auch fahren. Ich so, okay, krass. Kürzeste Vorstellungsgespräch. Ich bin dann auch raus, hab das Auto bekommen. Ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Du musst als Uberfahrer Kanake sein und Toyota fahren können. Ich bin in dem Auto übertrieben aufgeregt, nach langer Zeit wieder Zähne geputzt. Bin in dem Auto, mach diese App an, krieg meine erste Fahrt, nimm an, bam, Berlin Hauptbahnhof. Ein Ehepaar läuft von hinten an das Auto. Bayerische Touristen. Er mit seiner Frau schon am Streiten. Ja, leg's mir am Arsch. Hast du den Mann gesehen mit seinem Deutschen, mit seinem Vollbart? Der kann so bestimmt kein Deutsch. Lass uns bitte auf das nächste warten. Er hat mich auch ganz nett gefragt. Junger Mann, sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Wir wollen zum Flughafen. Flughafen. Ich hab mich in dem Moment gefragt, kann ich Deutsch oder kann ich kein Deutsch? Walla, heute nicht. Ich wollte unbedingt mal wissen, wie das ist, wenn du kein Deutsch kannst. Ich über den Araber raushängen lassen, Fenster unten, Arm raus, jedem gezeigt, dass ich eine neue Uhr habe. Und ich habe eine Abkürzung genommen, ich bin über die Sonnenallee gefahren. Sonnenallee ist wie bei euch hier Cannstatt. Keine coole Gegend. Arabische Großfamilien, Kläne, Drogen, ab und zu Schießerei gehört dazu. Wir fahren in die Straße, da kannte mich niemand und ich kannte auch niemand. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen an jeder Kreuzung. Ahmad! Habibi, hast du ihn abgestochen? Allah yarhamu. Ibrahim, deine Kleine ist die Beste, die andere alle Arschloch, Habibi. Wir sind mitten auf der Autobahn, 13 Kilometer. Ich sehe diesen bayerischen Opa am Rückspiegel, der kommt nicht klar. Mitten auf der Autobahn. Ja, junger Mann, Sie können mich herauslassen. Die 13 Kilometer Autobahn laufen wir. Ich raus, Negativbewertung. Am nächsten Tag hatte ich einen Kunden, der mir fast meinen Job gekostet hätte. Ich komme in ein Asia-Bistro. Ein Herr hat mich bestellt. Der Typ kommt rein, Vietnamese. Ja, ich muss noch so ein kurz so ein Laden, ja, okay. Ich sag, ja, ich muss noch so ein mit und rein und auch so ein Magne. Ich sag, Bruder, ich verstehe dich nicht, Alter. Mach langsam. Der Typ wollte Reis und Zitronengras für sein Asia-Bistro. Wir fahren los. Ich fahre 2 Minuten später Polizeikontrolle. Kelle, rausfahren. Ich so, ja, alles cool. Ich habe Führerschein. Der Typ, ich bin sauber. Ich fahre raus. Berliner Polizist. So, guten Morgen, junger Mann. Sie wissen, warum wir Sie einhalten? Ich so, nein. Ah, meine Verkehrskontrolle. Machen wir einfach mal so. Ich so, okay, cool. Führerzeug, Fahrschein, geben Sie mal das komplette Zeug. Ich so, okay. In dem Moment macht der Typ hinten das Fenster runter. Der Name von dem Herrn ist Herr Hai. Er macht die Tür runter, das Fenster runter, guckt den Polizisten an und sagt, ich bin Hai und das meine Fahrer jetzt zusammen gerade kaufen, ja. Ich so, Bruder, was labert der? Der Polizist. So, jetzt noch ernst, langsam. Sie sind Hai und der Herr ist Ihr Drogenkurier. Sie kaufen Gras. Ich so, nein. Ich so, der Typ heißt Hai.
Er hat den Wagen fünf Stunden lang durchgenommen. Er dachte, ich habe was drin. Ich so, ich habe nichts. Typen rausgelassen. Am Abend hatte ich meine letzte Uberfahrt, weil dann wurde mein Account gesperrt. Das heißt, ich lebe jetzt von der Stand-Up-Comedy. Kurfürstenstraße, Berliner Straßenstrich, keine coole Gegend, Drogen, Prostitution. 3.30 Uhr nachts, ich kriege eine Fahrt, drei Damen steigen hinten ein. Stark geschminkt, Raumduft, kurz bekleidet. Die eine fragt mich auf osteuropäischen Akzent, was denkst du, was wir beruflich machen? Ich so, ja, das ist schwer, es ist 3.30 Uhr, Berliner Straßenstrich, ihr riecht nach Raumduft, habt einen Tanga an. Sparkasse? Wir sind angekommen. Die Frau sagt, wir haben leider kein Bargeld dabei. Können wir das anders machen? Ich sag, du, ist ein nettes Angebot, aber ich habe schon Hepatitis. Leute, das war meine Zeit. Ab den Booty, ihr seid... Leute, es war mir immer wieder eine Freude. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr ein lustiges Video von mir, ein weiteres lustiges Video von mir sehen wollt, einmal hier oben. Andere geile Comedians aus Deutschland, einmal hier unten. Ganz, ganz wichtig. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpassen tut. Und die komplette Folge für die, die hier oben in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Abdel Budi. Bis dann.